Ho, 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 horch, was kommt von draußen rein? Es ist Kino Plus und präsentiert Weihnachtsfilmfeiern. Oh Gott. Hey, komm. Geht ja schon wieder gut. Frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zum Kino Plus Special. Hast du dir den vorher zurechtgelegt? Nee, das war jetzt. Die Hard. Nein, diese Weapon anfangen, wo die Frau aus dem Fenster springt, ne? Genau. Auf Droge. Ja. Herzlich willkommen zum großen Weihnachtsspecial von Kino Plus. Heute mit einem Special Gast, von dem man gar nicht wusste, dass er auch eine Affinität zu Filmen hat. Ralf Gunesch. Hallo. Hallo. Hallo Ralf. Wusstest du es nicht? Naja, also, dass du bestimmt gern auch mal einen Film guckst, hätte ich mir vielleicht schon denken können, aber dass es reicht, um hier auf der heiligen Kino Plus. Ich glaube, das liegt daran, dass ich tatsächlich geschafft habe, Daniel einen Filmtipp oder einen Serientipp für die Weihnachtsferien zu geben. Den er noch nicht kannte. Ja, das kann ich noch nicht. Ja, noch. Was war es? Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich weiß, mit welchen Akteuren das ist. Es ist mit Daniel Radcliffe, das ist eine Arztserie. Young Doctors, genau, Notebook. Aha, hast du auch noch nicht von gehört. Ich muss gestehen, also für mich war Daniel Radcliffe lange Zeit, oder für die meisten denke ich, Harry Potter einfach. Es dauert ja lange, bis man aus sowas rauswächst. Aber mit dieser Serie hat er es endgültig geschafft. Mhm. Was? Sehr strange, sehr abgefahren, wirklich skurril. Aber geil zum Gucken. Auch das relativ ist was kurz. Neues jetzt, oder? Oder ist es schneller? Jetzt die zweite Staffel ist, glaube ich, jetzt ein gutes Jahr alt. So, okay. Zwei Staffeln, vier Folgen. Sehr kompakt, aber sehr sehenswert. Hört sich nach einer BBC-Serie an, nur mit vier Folgen und so. Ja, aber sehr wirklich strange, skurril. So mit Drogen und so. Richtig. Naja, oh, jetzt. Ihr hattet mich bei Drogen. Also es spielt im Russland Anfang des 20. Jahrhunderts im tiefsten Sibirien. Okay. Und mit Ärzten. Also warte mal. Drogen, Anfang... Morphium. Ja, aber das ist doch 1:1 Nick oder was? Arzt? Ja, aber einfach Jahren. Wesentlich. Aber selbst dann wäre es trotzdem vor The Nick gewesen. Nö. Mm. Nick ist zweite Staffel. Ja, aber es ist jetzt schon. Sogar schon fertig, glaube ich. Ist die zweite Staffel, hast du gesagt, ist letztes Jahr rausgekommen von Dr. Stone? Ja, die war jetzt vor kurzem erst bei Netflix. Ist doch auch wurscht. Ja. Aber es lohnt sich. Es ist auf jeden Fall. Es ist wirklich ein Serientipp, den wir noch nicht kannten, gibt es selten genug. Ich glaube, das war so die Vorqualifikation für die Couch. Eigentlich nicht. Eigentlich hat mich Ralf schon mindestens bei jeder Gelegenheit, in der er hier irgendwie anwesend war, und das war jetzt nicht gerade selten, hat mich immer zu irgendwelchen Filmen angesprochen. Und wir haben immer irgendwann über Filme gequatscht. Und dann habe ich gedacht, komm, ja, und lädst du den Ralf doch mal. In alter Tradition auch direkt mal die Leute mit Star Wars gespoilt hier. Kam wer hat rein, wen, wer hat direkt... Du hast gespoilt? Achso, ich dachte, du warst derjenige, der nicht gespoilt hat. Wir sagen mit der Nummer, wo... man hört nur im Hintergrund, danke. Hier saßen fünf Leute und alle konnten eigentlich gut drüber reden. Insofern war ich davon ausgegangen, dass ihn jeder gesehen hat. Bis auf die Regie wahrscheinlich. Und ich hab mich beschwert, dass ich mit dieser Sache gespoilert wurde und quasi, worüber wir jetzt nicht reden wollen, damit man nicht noch mehr Feedback da. Ja, genau. Und feed the spoiler. Ja. Aber ich meine, wir sind jetzt inzwischen eine Woche später, ne, als das letzte Mal, als wir über Star Wars gesprochen haben. Jetzt also dementsprechend müssen jetzt alle gesehen haben. Da es eine Aufzeichnung ist, gilt das nicht für die Crew. Weil ich ganz klar sage, wer es tatsächlich geschafft hat, beim Termin, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ihn noch nicht gesehen zu haben und nicht gespoilert zu werden. Also der hat sich wahrscheinlich von der Außenwelt abgeschnitten. Aber da muss man auch dazu sagen, die Spoilerpolitik der Medien und der ganzen Nachrichten ist total super. Das hat mich echt überrascht. Überall steht, Achtung Spoiler oder Achtung, das ist ein spoilerfreier Beitrag. Also bei Spiegel wahrscheinlich. Ja, nee, auch bei Spiegel. Spiegel hat zum ersten Mal eine Spoilerwarnung. Wurde das ganz klar so gehandhabt. Aber allein Achtung Spoiler sind ja schon 10% der verfügbaren Zeichen bei Twitter. Und das lassen natürlich viele weg. Das meine ich ja, denn da musst du dich halt echt von der Außenwelt abschneiden, wenn du das wirklich 8-9 Tage durchhältst. Gut. Es gibt ja auch Aussagen, die jetzt nicht irgendwie den halben Film präsentieren, beziehungsweise die großen Informationen, die dieser Film bereithält. Also dementsprechend, wenn man einfach nur seinen Eindruck wiedergibt und sagt, ich bin glücklich, dann ist es ja okay. Ja. Ich hatte Gänsehaut. Ein paar Mal. Das ist doch schön. Ja, dann sag mal, wo genau? Weißt du das noch? Weil ich weiß es noch ganz genau. Bei so ein paar Szenen. Ist doch jetzt Spoiler. Naja, gut, aber... Können wir den Spoiler-Alarm einblenden, bitte? Das ist an Weihnachten, es ist wirklich furchtbar. Ja, aber dann jetzt einmal ganz kurz hier. Spoiler-Schild. Also ganz, ich hatte Gänsehaut
Ich möchte auch so einen Millennium Falcon. Warte. Ja gut, aber das ist ja jetzt nichts. Aber also, dass der man vorkommt, weiß, das kann man sich ja denken. Aber ich, war ja auch ich, aber ich ahne, worauf eben du hinaus willst. Ich ahne, worauf du hinaus willst. Der Schrotthaufen. Ja. Mhm. Der Schrotthaufen? Ja, ja, irgendwie so alles, was mit Millennium Falcon zusammenhängt, das liegt einfach daran, ich will sowas. Ich möchte ihn einfach. Und dann habe ich ein tolles Erlebnis bei der Gamescom gehabt mit diesem lebensgroßen TIE Fighter, wo ich gesagt habe, oder überlebensgroßen, wo ich sage, so ein Ding im Garten stehen haben. Das ist der bei Battlefront stand. Genau. Oh, der war cool. Aber das war, das ein neuer? War das der schwarz-weiße? Ja, das war, glaube ich, der von den neuen. Ja, und natürlich bei der Szene schlechthin. Ja. Aber ist euch, wir dürfen jetzt drüber sprechen, ne? Ja, jetzt ist der Spoiler-Alarm drin. Ist euch das aufgefallen? Ich weiß nicht, habt ihr OV geguckt oder Deutsch? Beides, okay. Wenige Minuten vorher sind sie ja noch quasi auf den Riesentodesstern zugeflogen und dann sagte der eine, as long as there is light, we got hope. Und 5 Minuten später steht Han Solo seinem Sohn gegenüber. Solange die Sonne noch da ist, lässt er die Maske fallen fängt fast an zu weinen. Und in dem Moment, wo das Licht weggeht, haut er ihm das Laserschwert quasi durch den Körper. Also solange, ne, as long as there is light, solange war noch die Hoffnung, dass er vielleicht. Stimmt, das ist gar nicht. Aber dann war die Sonne weg und dann. Und ich glaube, dieses solange Licht da ist, ist noch Hoffnung, zieht sich auch durch die nächsten Teile durch. Das ist so ein Motto, so ein. Bestimmt. Da hätten wir vielleicht ein Trademark, was er dann doch mal wirklich gesetzt hat, beziehungsweise was, wenn es vielleicht noch mal aufgegriffen wird. Dass es da vom Licht abhängig ist. Oder? Nein, aber es ist ja metaphorisch gesprochen. Ja, aber das wäre vielleicht ja mal, as long as there's light, there's hope, ist ja vielleicht jetzt ein Satz, den jetzt diese neue Trilogie in die Zukunft tragen kann. Könnte sein, ja. Der dann quasi mal genauso bedeutsam wird, wie a bad feeling about this. Oder? Ja, aber eine Frage habe ich an dich. Oder wie, erzähl mal. Ist dir aufgefallen, wer der Sturmtruppe war, den Rey mit ihrem Jedi Mind Tricks versucht zu bearbeiten? Naja, aufgefallen, das kannst du nicht, das kann dir nicht auffallen. Hast du es im OV gesehen oder im OV, ja. Ja, okay. Hast du die Stimme des Sturmtrupplers erkannt? Nein, den das sie nicht. Der auch nicht aufgelistet ist im Film, aber man weiß, dass er heimlich eine Rolle gespielt hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die anderen nicht in OV gesehen. Insofern habe ich. Nee, das ist irrelevant. Das ist irrelevant. Also, dann erwischt ihr mich gerade in einem schwachen Moment. Okay, das ist Daniel Craig. Oh, yeah. Dann müsste ich mir das noch mal. Also auf Deutsch, er hatte auch sogar auf Deutsch, wir haben ja erst auf Deutsch geguckt, auf Deutsch hatte er sogar auch die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig. Okay. Und auf Englisch hörst du es halt auch ganz klar. Okay. So. Ja. Cool. So, und wo wir jetzt gerade bei Star Wars sind, mache ich jetzt mal kurz mit dem weiter. Wir hatten letzte Woche ja, in unserer Star Wars Special Live-Sendung haben wir eine Verlosung gehabt. Da haben wir eine weibliche und eine männliche Sith-Kutte verlost. Und die Gewinner davon, die haben wir jetzt quasi ermittelt. Wir haben auch wirklich eine junge Dame und einen Herrn gefunden, die ein paar ganz nette Sachen gemacht haben. Und die würde ich jetzt mal einfach abfeuern, nur als kleiner Beweis dafür, warum uns das so gut gefallen hat, beziehungsweise was uns da so gut gefallen hat. Das ist zum einen Lily Pancake. Just keep calm, keep calm. I am. I was talking to myself. Was war das denn? Das war aus dem Episode 7. Ja, das war, wo sie vor der Explosion wegkommen. Wo sie vor der Explosion und auf den Falken zu rennen. Beim TIE Fighter-Angriff auf dem Dorf. Ja? Just keep calm, keep calm. I am. I was talking to myself. Das Blackface? So, jetzt wollte ich gerade. Hätte ich nur 5 Sekunden früher gesagt. Scheiße, ich so. Und jetzt kommst du. Und ich wollte nur zu nichts sagen. Und na, Blackface. Darf er das? Wir wollen jetzt nicht wieder die Political Correctness-Diskussion. Er wollte es halt möglichst realistisch rüberbringen. Also was ist daran jetzt irgendwie. Zumindest hat er keine roten Lippen. Das hilft ja schon mal. Komm, okay, das glaube, ist ja nicht bösartig gemeint. Ja, er wollte einfach wirklich klar und deutlich belegen. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Wir wollen jetzt nicht politisch überkorrekt sein. Nein, nichts liegt mir ferner. Ja, gut. Ja. Das, und weil wir da eine junge Dame dabei war, haben wir gedacht, okay, an die geht die weibliche Sith-Kutte. Und hier der junge Mann, der kriegt der Finn, der übrigens einen schönen einen schönen Namen benutzt bei Twitter, Finn Tim Menace nennt er sich, der kriegt die männliche Kutte für diesen Clip hier. Nochmal. Ihr braucht seinen Ausweis nicht zu sehen. Warte, ah, shit. So. Ihre Ausweispapiere. Ihr braucht seinen Ausweis nicht zu sehen. Wir brauchen seinen Ausweis nicht zu sehen. Das sind nicht die Droiden, nach denen ihr sucht. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Er kann passieren.
Weiterfahren. 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 Was meinst du, seit wann heißt der Finn? Weiß ich nicht, aber... Vielleicht von der Geburt an. Könnte sein. Oder erst seit... Ja. Mal seit Episode 1. Ich finde den Namen... Episode 1? Ja. Wer hieß denn da Finn? Phantom Menace? Ach so, ja, seit... Na, egal. Vielleicht heißt er auch erst jetzt seit Star Wars 7. Ich glaube, Finn ist ein sehr beliebter Name. Ja, ich glaube aber auch, dass Finn schon... Also ich weiß zum Beispiel, dass der Sohn von einem Kumpel von mir, der heißt auch Finn, genau. Dementsprechend. Ja, finde ich nicht. Ich glaube, es gab so eine Leon... es gab doch mal so ein Leon-Jahr, so drei Leon-Jahre, ne? Wo alle Kinder, alle Jungs... Ja, oder Paul. Oder Paul, alle nur Paul und Leon genannt wurden. Ich glaube, es gab auch mal so ein Finn-Jahr. Finn-Jahr? Wo kommt warst eigentlich auch dein Name her? Hä? Bist du in Frankreich geboren? Nein. Okay. Aber oder? Ich sollte mir angewöhnen, einfach ja zu sagen, es würde mich viel interessanter machen. Ja. Ich habe französische Wurzeln, ça va? Je m'en Ja gut, die Ausrede, du bist unter Einfluss von französischem Wein gezeugt worden, ist ja... Und? Mit Leidenschaft gezeugt. François, ja, also, la Tour Eiffel. De la cure de la Oh, weiß ich hier, sag mal was auf Französisch. Was? Super interessant, eure Namensgebung, aber können wir weitermachen? Ja, wir machen weiter. Wir haben uns hier heute versammelt. Boah, Alvin wird auch immer mehr, geht auch immer mehr zur dunklen Seite. Ja, ne? Das ist eine wirklich harte Regie, die hier führt. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um mal ein bisschen zum Thema... Warum du hast noch ein Gewinnspiel. Ach, sollen wir das jetzt auch schon machen? Okay. Gut. Weil Weihnachten ist, wollen wir die Geschenke unter den Weihnachtsbaum bringen. Deswegen, wir haben vor einiger Zeit ein Gewinnspiel ausgelobt. Da haben wir quasi eine Special Edition von The Strain der ersten Staffel verlost. Diese Vampir-Horror-Serie, die in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro entstanden ist. Die haben wir als Einzelbox und als Special Box mit einem tollen, fetten, geilen Vampirschädel. Und wir wollten von euch Gruselgeschichten haben in 200 Zeichen Länge. Oh, schön. Ja. Und wir haben jetzt mal 15 ausgesucht. Ich würde sagen, Eddie, du nimmst mal einen Zettel. Und ich auch eine? Willst du auch einen Zettel haben? Ja, das Problem ist, hier ist eine Geschichte über zwei Zettel. Er streckt sich über zwei Zettel, deswegen. Also, aber muss ich mal anfangen? Lies mal vor. Da einfach alle leider, oder aus? Steht leider nicht, von wem es ist. Doch, unten drunter steht immer, Zeichen. Von wem es ist. Okay, hier kommt die Kurzstory Tweet. Von Dennis Heller. Schweißgebadet wache ich auf. Totenstille. Tiefschwarze Dunkelheit. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Meine Kehle ist trocken. Ich gehe in die Küche und öffne den Kühlschrank. Kein Bier mehr da. Nur noch Gemüse. Oh. Okay. Sag mal, stopp. Stopp. Noras Blick glitt müde von ihrer P7. Nur noch ein Schuss im Lauf. Am schlafenden Körper ihres Sohnes vorbei. Auf ihre blutigen Hosensäume. Sie wusste, dass ihr keine Zeit mehr blieb. Die Schatten scharten bereits geifernd an der Tür. Ja, lässt nicht viel Fragen offen. Finde ich schon nicht schlecht. Dennis Diek, ein Mann auf dem Klo, verrichtet sein Geschäft. Das Licht geht aus, Geräusche sind zu hören und es geht wieder an. Das Klopapier ist weg und vor ihm liegen plötzlich drei Muscheln. Ja, cool. Was ist denn hier los? Darf ich mich mit was Eigenem bewerben? Ja, der kürzesten Horrorstory der Welt? Ja. Der letzte Mensch der Welt sitzt in seinem Haus, auf einmal klopft es an der Tür. Genau. Das ist aber Klassiker. Eine, die du auf dieser Twitter-Geschichte gelesen hast, ne? Nee, das habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren. Das ist ein Klassiker. Ja. Das ist so der Klassiker halt. Ja, ja. Willst du auch noch mal eine? Warum liegen da drei Muscheln? Weil Demolition Man vorher da war. Und die dahin platziert hat. Sagt mal eine Zahl zwischen 1 und 7. 7. Panisch riss sich Rose los und konnte gerade rechtzeitig die Tür aufreißen und hinter sich blockieren. Der Kaffeeshop-Besitzer sah sie fassungslos an. Den Kratzer an ihrer Hand bemerkte sie nicht. Es war bereits zu spät. Sie war infiziert. Aber wieso Kaffeeshop-Besitzer? Vielleicht stand sie in einem Coffeeshop gerade. Von Robin Reinhardt. 10 Meter. Jedes Mal, wenn sie sich wegdrehte, kam die Puppe näher. 5 Meter. Sie erkannte nicht, was die Puppe in der Hand hielt. 1 Meter. Es war ein Messer. Jetzt war die Puppe verschwunden. Sie freute sich. Den Stich in den Nacken spürte sie nicht mehr. Die finde ich gut. Inspiriert von Chucky? Den können wir mal festhalten, Robin. Robin Reinhardt war das, ne? Jörg. Ein Wesen mit stark gekrümmten Rücken
kroch aus dem Haus und hielt inne, um die bunten Luftballons vom Gartentor einzusammeln. Aha. Den fand ich cool. Den fand ich auch ganz cool. Das verstehe ich nicht. Man sagt ja immer, Disney vermittelt eine unrealistische Vorstellung von Liebe, ne? Ja. Disney oder Disney und Puppen machen noch viele andere Dinge. Während er schwitzend da saß und sägte, dachte er über die Lügen seiner Kindheit nach. Am meisten, dachte er, verbreiten diese Barbie-Puppen falsche Erwartungen an kleine Jungs. Denn so leicht lässt sich der Kopf einer Frau nicht absägen. Oh, der ist auch ganz gut. Von wem ist der? Von Konstantin Werner. Ich finde den anderen mit den Ballons auch gut. Ich verstehe den nicht. Warum, was? Das mit dem Monster? Ja. Oder ein Wesen mit stark gekrümmten Rücken. Also nehmen wir an, es ist irgendein buckliges Vieh. Ja. Ja, kommt aus dem Haus und hielt inne, um die bunten Luftballons vom Gartentor einzusammeln. Vielleicht war es ein buckliger Clown, der auf einer Kindergartenparty war, wo er auftreten sollte. Und die hat er alle abmassakriert. Ja, und wo gibt es den Hinweis dafür? Das ist dann ja, die Frage. Das ist ja genau die Vorstellungskraft, die da irgendwie angeregt wird. Jörg. Ich finde die ganz gut. Jörg kriegt auf jeden Fall auch. Darf ich auch noch eine? Natürlich. Warte mal, wie hieß nochmal Konstantin? Hieß der Konstantin. Robin Reinhardt war das mit den 10 Metern. Konstantin. Mike Keller. Es war immer normal bei uns, dass meine Tochter mir schreibt, wenn sie länger wegbleibt und nicht nach Hause kommt. Aber jetzt schreibt sie mir jede Nacht. Jede Nacht um die gleiche Uhrzeit. Ich komme heute nicht nach Hause. Mach dir keine Sorgen. Ich war schon an ihrem Grab, aber sie hört einfach nicht auf. Da habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut. Uiuiuiui. Mike Keller. Mike Keller finde ich sehr gut. Ein Junge wird von seiner alleinerziehenden Mutter in die Küche gerufen. Auf dem Weg dahin öffnet sich die Badezimmertür und der Junge wird am Arm gepackt. Er hört eine flüsternde Stimme. Geh nicht weiter, Kind, ich habe es auch gehört. Geht mir nicht. Oh, auch gut. Ja, finde ich ganz gut. Das war die Mutter, die das gesagt hat. Ach so, okay. Ja. Oh Mann, verdammt. Es geht so ein bisschen in die Richtung von, ne? Ja, ja. Das war Paul Schneider. Paul Schneider. Mann, da sind echt gute Sachen dabei. Wie viel haben wir denn eigentlich zu verlosen? Wir haben zweimal die Special Edition und zweimal die reguläre Edition. Also vier. Ja, und wir haben noch, glaube ich, zwei Comics, die zu der regulären Edition also sechs. Können wir sechs machen, ja. Vielleicht sollten wir den Schwarm mal auf einen Horrorfilm ansetzen. Wäre gar nicht mehr so verkehrt. Von Jonathan André. Toller Tag mit meiner Tochter Anna. Hab sie von der Schule geholt. Wir waren Eis essen, im Zoo und dann noch im Kino. Als wir heimkamen, fragte meine Frau, wo ich so lang war. Als ich von unserem Tag erzählte, sagte sie, Anna ist seit 3 Jahren tot. Es geht auch in die gleiche Richtung, ist aber nicht ganz so gut geschrieben. Wie heißt der Film noch, wo die Frau nach dem Autounfall aufwacht und ihr klargemacht wird, dass sie nie eine Tochter hatte? Die Vergessene mit Julianne Moore? Genau. Ist mir gerade spontan irgendwie dazu eingefallen. Sebastian Palke. Ich komme gerade vom Einkaufen, als es an der Tür klopft. Als ich öffne, sehe ich einen kleinen Jungen, der sofort kreidebleich wird. Den Mund öffnet und sagt... Aber du bist tot. Hätten wir jetzt schon zweimal ein bisschen das Gleiche, ne? So. Benjamin Brüniger. Der Sarg des Neugeborenen war mit schweren Eisenketten versiegelt. Der Vater versuchte, das Fauchen und Kratzen aus dem kleinen hölzernen Kasten zu ignorieren, als er ihn mit Erde bedeckte. Naja, da hätte der erste Satz schon gereicht eigentlich. Ja. Ne? Hast du noch einen? Also wir bräuchten noch einen. Finde ich nicht schlecht. Okay. Mit dem jetzt mal was Interessantes. Nur noch wenige Schritte. Der Revolver schwer in der Hand. Ich verdränge Erinnerungen unserer Vergangenheit. Ihr Kiefer schnappt hungrig zu. Konzentrier dich. Mein Finger krümmt sich. Nichts. 2 Schritte noch. Nochmal. Nichts. Nur ein Kuss. Der Kuss des Todes oder wie heißt das? Marvin Schmidt. Was will man sagen jetzt? Der mit dem Sarg oder der? Oder haben wir noch einen anderen Favoriten? Also ich habe jetzt hier 5 Stück bisher noch. Robin Reinhardt, Jörg, Konstantin, Mike Keller, Paul. Hast du gesagt beim letzten, bei dem einen, ne? Der hier war Marvin Schmidt. Ne, der davor. Der davor mit Geh nicht weiter, Kind, Paul Schneider. Paul Schneider, ja. Ja, der muss auch. Also Paul, ja. Ja. Und die Barbie-Puppen müssen auch. Das war Konstantin. Das, ja, den habe ich auch. Dann haben wir alle. Beim
Ja, komm, wir müssen auch so auch ein bisschen weitermachen, sonst komm, nicht zu lang. Okay. Aber tolle Geschichten. Ja, wunderbar. Wesentlich besser, als ich gedacht habe. Sieht man mal, dass man mit wenigen Worten viel erreichen kann. Ist das inspiriert von Tiny Tales? Ja, das war die Inspiration. Ah, ja, super. Könnt ihr noch mal kurz sagen, wer gewonnen hat und was wer gewonnen hat? Okay. Also, gewonnen hat Robin Reinhardt. Robin Reinhardt kriegt der eine Special Edition. Also ja. Konstantin kriegt eine Special Edition, das war der mit der Barbie-Puppe, ne? Müsst ihr ja darauf gucken. Ich kann mit der falschen Vorstellung, was die Barbie-Puppen vermitteln. Genau. Der ist ganz oben auf dem einen Blatt. Ja, Konstantin Werner. Während er schwitzend da saß und sägte, dachte er, wie Lügen seiner Kindheit nach. Am meisten dachte er, verbreiten sich diese Barbie-Puppen falsche Erwartungen an kleine Jungs. Der kriegt auf jeden Fall eine Special Edition. Genau, Robin Reinhardt kriegt eine Special Edition. Ne? 10 Meter? 5 Meter, 1 Meter. Okay. Und dann würde ich sagen, geht ein Mike Keller. Das war das mit dem Grab. Sie schreibt einfach nicht auf. Ich war heute an ihrem Grab. Ja, genau. Der kriegt eine normale Edition. Und hier, wie hieß der Mann mit der Mutter, die geflüstert hat? Das ist irgendwo unteres Drittel. Paul Schneider. Genau. Ein Junge wird von seiner alleinziehenden Mutter in die Küche gerufen. Paul, du kriegst ebenfalls eine normale Edition. So, und dann kriegen noch das Comic, oder was? Ja, den Comic kriegen der Jörg, der ist für den gekrümmten Rücken, also das Wesen mit dem gekrümmten Rücken. Den mag ich auch sehr, ja. Und der Sarg. Benjamin Brüninger. Benjamin Brüninger, du kriegst auch noch einen Comic von uns. So. Sehr gut. Ja. Und damit gehen wir in die Werbung und nach der Werbung melden wir uns mit Weihnachtsfilmen zurück. Passend. Ja, endlich. Dann wird's besinnlich.